1:0 in Führung gegangen, mit 1:2 verloren in Leverkusen im ersten Ligaspiel der Saison. Ja, sie sind halt wahnsinnig flexibel vorne, haben eine wahnsinnig hohe Qualität und das macht es einfach auch schwer zu verteidigen. Ich glaube aber, dass wir auch große Chancen oder Möglichkeiten hatten, mit einem Unentschieden aus dem Spiel zu gehen und mehr Torchancen uns rauszuspielen, wo es an Kleinigkeiten gefehlt hat, was Leverkusen dann einfach auch besser macht. So, wir müssen auch mal also gucken, dass halt so Leverkusen, die hat eine sehr, sehr gute offensive Mannschaft, die so spielen sehr, sehr viele so guten Pässe in die Schnittstellen und so auch über außen haben die sehr, sehr gute Leute. Die haben da immer so ihre Chancen. Die so verwerten meistens eine. Und so eben, bei uns war halt einfach der so Fehler, dass wir die letzten Pässe, die kamen einfach nicht an. Ja, so wenn die dann noch so ankommen und so wir unsere super so Chancen dann noch so auswerten können oder so unsere guten so Ansätze, besser gesagt, dann so läuft es auch wieder besser. Mit dem Gedanken gehen wir auch immer ins Spiel, dass wir was reißen wollen, dass wir was mitnehmen wollen. Das war auch gestern so der Fall. Ich glaube, das hat man gesehen. Ich glaube, man hat es auch gespürt. Ja, wir sind dann gut ins Spiel gekommen, haben es 1:0 gemacht und dann war halt Leverkusen mit zu hoher Qualität dann vor Ort. Also eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, endlich mal zu so treffen nach ja, sehr, sehr langer Arbeit. Aber am Schluss hat es halt nicht zu den Punkten so gereicht. Wir haben uns deutlich gesteigert, finde ich, sind besser ins Spiel gekommen, haben ein besseres Spiel gemacht, haben deutlichen Fortschritt gezeigt zur letzten Woche. Das muss jetzt einfach unser Maßstab sein, ob es Leverkusen war, hin oder her. Darauf müssen wir aufbauen. Alles, was drunter ist, ja, dürfen wir so nicht akzeptieren. Am nächsten Wochenende dann das erste Heimspiel gegen den Rekordmeister, den FC Bayern aus München.